Wir beziehen an vorderster Front Stellung. Ich brauche 5 Freiwillige, die besten von euch. Nehmt M4-Gewehre. Wir rücken langsam vor, damit unsere Mission Erfolg hat. Auf geht's. Kommandant Sang Uktang führt seine Männer an die Front eines Krieges, der abseits der Welt in den Bergen und Ebenen von Myanmar geführt wird. Rein da! Los, los! Er hat Theologie studiert, bevor er zu den Waffen griff, um gegen die Junta zu kämpfen, die seit dem Putsch im Februar 2021 an der Macht ist. Er ist 30 Jahre alt und führt ein Bataillon von fast 600 Mann. Geht in Stellung und schießt, wenn nötig. Die Soldaten der Junta sind etwa 400 Meter von uns entfernt. Da, in den Gebäuden. Wenn sie uns sehen, schießen sie auf uns. Wir müssen rennen, okay? Okay. Be ready. Okay. Los geht's. Nach 28 Tagen intensiver Kämpfe übernimmt der Kommandant mit seiner Einheit diese Polizeistation von der Junta. In der zerstörten Stadt Tantlang stehen sich die beiden Lager nur 200 Meter entfernt gegenüber. Keine Ahnung, ob die Junta zurückkommt. Wenn ja, töten wir sie. Wir sind bereit, für Tantlang zu sterben. Das ist unsere Stadt. Hier sind wir aufgewachsen. Wir kämpfen für die Demokratie. Wer über diesen vergessenen Krieg berichten will, muss viele Stunden durch die Berge fahren. Ausländische Journalisten sind in Myanmar nicht willkommen. Für die Einreise muss man Umwege fahren, um die Grenzposten der Armee zu meiden, und gelangt dann an diesen Fluss. Auf dieser Seite liegt Indien, ein Land im Frieden. Und hier ist Myanmar, das Chaos. Hallo, willkommen im Land der Chin, willkommen in Myanmar. Die 500.000 Chin leben in armen, abgelegenen Bergregionen an der Grenze zwischen Indien und Bangladesch. Seit dem Ende der britischen Besatzung gehören sie zu den 135 offiziell im Land anerkannten ethnischen Gruppen. Ende des 19. Jahrhunderts konvertierten sie zum Christentum und wurden lange an den Rand gedrängt. 90% der Bevölkerung Myanmars sind Buddhisten. Seit mehr als 30 Jahren ringt der Chin-Staat um mehr Autonomie. Mitten in diesem Dschungel haben die Chin ein Lager eingerichtet. Von hier aus gehen sie politisch und militärisch gegen die Zentralmacht vor. Hallo. Der Putsch vom 1. Februar 2021 markierte das Ende des 10-jährigen demokratischen Übergangs. Danach brechen die Chin den Waffenstillstand und nehmen den Kampf gegen die Junta wieder auf. Innerhalb weniger Wochen folgen hunderte junger Menschen dem Aufruf zum Kampf und schließen sich der CNA, der Chin National Army, an. Blick senken, singen.
Vor dem Putsch gehören der CNA nur ein paar hundert Soldaten an. Heute sind es mehr als 2000, vorwiegend junge Menschen der Generation Z, die im friedlichen Myanmar aufgewachsen sind. Männer, aber auch viele Frauen ziehen die Uniform an, um sich aktiv an der von ihnen sogenannten Revolution zu beteiligen. Erster Offizier. Und die Personenkennziffer? Wann war das? Gibt's eine Personenkennziffer? Am Tag der Machtübernahme durch die Armee war mir nicht klar, was passiert. Kommunikation und Fernsehsender funktionierten nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, mein Leben versinkt im Dunkel. Zuerst haben wir nur protestiert. Wir sind auf die Straße gegangen und haben bei Demos Parolen gerufen. Aber einen Putsch kann man nicht einfach mit einem Protest beenden. Man muss zu den Waffen greifen, um gegen die Junta zu kämpfen. Grace Wee Lawn Thiel arbeitet im Kriegsministerium in Camp Victoria, dem Hauptquartier der CNA. Sie ist 25 Jahre alt und hat ihr Jurastudium aufgegeben, um sich dem Widerstand anzuschließen. Bobo, hast du's wieder? Grace teilt sich das Zimmer mit einer gleichaltrigen Rekrutin. Ein hartes Leben für diese junge Frau aus der Stadt. Im Lager gibt's kein fließendes Wasser, kein Internet und Strom nur für wenige Stunden am Tag. Ehrlich gesagt vermisse ich mein Zuhause. Aber ich habe gar kein Zuhause mehr. Die Junta hat mein Haus niedergebrannt. Manchmal will ich mit allem aufhören und am liebsten weglaufen. Aber wenn unsere kleine Gruppe von Widerstandskämpfern aufgibt, dann wird das nichts mehr mit dieser Revolution. Die Situation wird eingefroren. Und die Bewohner dieses Landes werden niemals in Frieden leben. Grace ist die jüngste einer Familie mit 5 Kindern. Ihre Eltern sind vor dem Putsch gestorben. Also hat sie sich dem bewaffneten Kampf angeschlossen. Versuch nicht, mich zu ärgern. Ich bin glücklich mit dem Leben, das ich gewählt habe. Auch wenn ich oft deprimiert bin, versuche ich, positiv zu sein. Wenn ich sage, dass ich glücklich bin, heißt das nicht, dass ich gerne hier bin. Aber ich mag das Gefühl, an dieser Revolution teilzunehmen. Nicht nur diese jungen Rekruten mit demokratischen Idealen schließen sich dem Widerstand an. Nach dem Putsch kommen auch ein paar Soldaten der Thap Ma Daw, der allmächtigen Armee Myanmars, dazu. Diese Chin ziehen es lieber vor, zu desertieren, anstatt gegen ihr eigenes Volk Krieg zu führen. Nach 20 Jahren in der Marine von Myanmar dient Unteroffizier Aung Ko Ko Win nun in der jungen Garde. Er schult neue Rekruten im Umgang mit Waffen und ihrer Instandhaltung. Moment, noch nicht. Das muss noch geölt werden. Für den Kampf haben die CNA-Soldaten nur alte Maschinengewehre. Die stammen von anderen ethnischen Rebellengruppen oder toten Soldaten der Junta von Myanmar. Die verfügt über ein ganzes Arsenal an Waffen. Das Kräfteverhältnis ist alles andere als ausgeglichen.
Als ich in der regulären Armee war, kamen unsere schweren Waffen, die Kanonen und die Schiffe aus China. Kleinere Waffen haben wir von Nordkorea gekauft. Wir hatten auch welche aus Russland. Wenn die CNA bessere Waffen herstellen oder beschaffen könnte, wäre dieser Krieg meiner Meinung nach sehr viel schneller zu Ende. Die CNA leistet mit diesen alten Waffen Widerstand gegen einen besser bewaffneten und besser ausgebildeten Gegner. Inspiriert von den Ukrainern bauen die Chin zivile Drohnen um und fliegen damit Luftangriffe. Ihr Ziel sind Panzer und Nachschubkonvois der myanmarischen Armee, die sich in Kasernen verschanzt hat. Im Gegenzug bombardiert die Junta Tantlang, eine Stadt mit 12.000 Einwohnern. Hier hat die CNA einen Kommandoposten eingerichtet. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs toben hier die heftigsten Kämpfe. Wir patrouillieren bis zum Krankenhaus. Folgt meinen Anweisungen und achtet darauf, worauf ihr tretet. Wir wissen nicht, wie es momentan aussieht. Seid vorsichtig und haltet eure Position. Die Gruppe unter Führung des 22-jährigen Unterleutnants Aung Soe Lin patrouilliert in diesem Viertel, dass sie mit vielen Verlusten von der Junta zurückerobert haben. Wir müssen sicherstellen, dass keine Feinde mehr hier sind, die diese Zone zurückerobern könnten. Das gilt für jede Ecke des von uns kontrollierten Gebiets. So werden wir gewinnen. Die Einheit soll das Gelände um das Krankenhaus sichern. Hier gibt es viele Minen. Da drüben. Die Junta hat den Ort in den letzten Monaten mehr als 100 Mal bombardiert. Sie will das strategisch wichtige Gebiet unbedingt zurückerobern. Doch nach dem Sieg in der Schlacht am Tantlang-Krankenhaus kontrolliert die CNA jetzt mehr als 70% der Stadt. Ich bin traurig, weil ich hier Freunde verloren habe. Und ich bin wütend. Aber ich will mich nicht rächen, sondern mein Land und mein Volk verteidigen. Auch wenn einige von uns sterben müssen, wir sind alle bereit, unser Leben zu geben, um diesen Ort zu verteidigen. Wir gehen bis zum Ende. Wir kämpfen. Nach mehr als 2 Jahren Bürgerkrieg und fast täglicher Bombardierung gleicht Tantlang einer Geisterstadt. Doch seit kurzem wagen sich einige Bewohner in den befreiten Gebieten in die Ruinen zurück.
Nun Sung, seine Frau und ihre Tochter kehren erstmals in das Viertel zurück, in dem sie gelebt haben. Die Familie hat die Stadt im August 2021, 6 Monate nach dem Putsch, verlassen. Damals kam die Regimearmee in die Stadt und griff Zivilisten an. 2 Jahre später ist der Krieg in Thanh Lang immer noch zu spüren. Seit dem Putsch mussten mehr als 1,5 Millionen Zivilisten in ganz Myanmar ihre Häuser verlassen. Sie leben jetzt als Flüchtlinge im eigenen Land. Ein Drittel der Bevölkerung des Chin-Staates wurde vertrieben. Etwa 100 Familien aus Thanh Lang leben jetzt hier, 4 Autostunden von der Stadt entfernt. Mehrere Monate irrten Nun Sung und seine Frau durchs Land. Seit 1 Jahr leben sie nun hier. Komm in meine Arme, wir gehen rein. Oh, deine Brüder sind da. Das ist Dae Win, unser ältester Sohn, der zweite Uk Tsung, der jüngste Sing Sui Pa, die anderen sind meine Neffen. Hier schlafen wir. Das ist unser Schlafzimmer. Alle 5 auf dieser Matratze. Das ist das Badezimmer. Wir duschen mit Eimern. Da sind die Toiletten. Glücklich sind wir hier nicht. Dafür gibt es keinen Grund. Wir haben nicht genug Tassen für die Kinder. Ihr müsst die Tassen teilen, Jungs.
Nicht verschütten. Das klebt. Ich muss meinen Kindern immer wieder erklären, dass wir fliehen mussten, um nicht unter der Herrschaft der Junta zu leben. Aber sie wollen zurück nach Tan Tlang. Egal, wie oft ich ihnen erkläre, dass das nicht geht. Sie wollen unbedingt weg von hier. Thiel Tin Diem hatte in ihrem Haus in Tan Tlang einen kleinen Lebensmittelladen. Nun Tsung arbeitete als Bauer auf den Feldern im Umland. Im Flüchtlingslager gibt's für niemanden Arbeit. Die Familie überlebt dank der Hilfe kleinerer NGOs. Komm essen, Tsung Tsung. Los. Setzt euch. Habt ihr die Hände gewaschen? Herr, deine Gnade ist so kostbar. Du hast die Dunkelheit erschaffen, aber du führst uns durch dein Licht. Wir danken dir, Gott, unser Herr. Wir werden essen und danken dir für diese Mahlzeit. Herr, wir erbitten deine Herrlichkeit und Güte. Im Namen Christi. Amen. Die Mahlzeiten sind immer gleich. Weißer Reis, fermentierte Garnelenpaste und manchmal ein paar Kohlblätter aus dem Gemüsegarten der Nachbarn. Fleisch essen wir nur selten. 1 bis 2 Mal im Jahr werden dazu an religiösen Feiertagen Tiere getötet. Unsere Kinder leiden unter Eiweißmangel, weil sie davon so gut wie nie was zu sich nehmen. Könnten Sie auf das Haus aufpassen? Im ärmsten Teil Myanmars hat sich die humanitäre Lage seit Kriegsbeginn noch verschlechtert. Ramtang, zieh deinen Hemdkragen gut zurecht. Die Ärmsten verlassen sich auf Gott und finden Trost in Gebeten. Hast du genug Opfergaben gemacht? Die Chin gehören zu den 6% Christen im Land. Einmal im Monat feiern sie im Dorf mit den neu angekommenen neuen Flüchtlingen. Gott schütze euch. In diesem eingeschlossenen Gebiet gibt es wegen der schwierigen Kommunikation nur selten Nachrichten. Deshalb informiert sie hier der Pfarrer über die militärische Lage. Vorgestern habe ich erfahren, dass ein Konvoi mit 300 Soldaten der 77. Infanteriedivision auf uns zukommt. Es sind so viele, weil sie wissen, dass sie diesen Krieg verlieren werden. Das macht sie wütend. In diesen Kriegszeiten kann man nichts tun, als die Nähe Gottes zu suchen. Lasst uns beten. Der Pfarrer dieser evangelisch-protestantischen Gemeinde macht sich keine Illusionen. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, brauchen wir vor allem Waffen. Die sind das Wichtigste. Und danach Gebete. Einige der 100.000 vertriebenen Chin wurden zu Helden, auch ohne Waffen und Uniform. Wenn ich Ihnen in den Fluren begegne, sehen Sie gut aus. Aber hier wirken Sie krank. Was soll ich nur mit Ihnen machen? Dr. Amos und seine Frau Rebecca, eine Krankenschwester,
leiten das einzige Krankenhaus in dieser von den Chin kontrollierten Region. Wegen ihrer Teilnahme an einer Anti-Regime-Demo mussten sie ihren Arbeitsplatz in der staatlichen Einrichtung aufgeben. Sie haben dann eine Apotheke übernommen, finanziert durch Spenden der Diaspora in den USA. Zum Glück arbeite ich mit meiner Frau. Als Paar ist alles leichter. Wenn ich das alles allein bewältigen müsste, wäre ich nur gestresst und deprimiert. Aber wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn einer einen Durchhänger hat, hilft ihm der andere. Wir können uns aufeinander verlassen. Drei Wochen vor dem Putsch schloss Dr. Amos sein Medizinstudium ab. Hier erlebte er seine Feuertaufe. Er muss täglich alles zugleich sein. Chirurg, Anästhesist, Kinderarzt und Gynäkologe. Tut das weh? Seltsam. Filmen Sie. Sehen Sie, was sich hier bewegt. Das nennt man fetalen Herzschlag. Das ist ein Baby. Sehen Sie? Da bewegt sich etwas nach rechts. Das ist der Herzschlag des Babys. Sehen Sie die Bewegung? Hier musste ich lernen, Röntgen- und Ultraschallbilder zu deuten. Das habe ich mir mit YouTube selbst beigebracht. Vor etwas mehr als einem Jahr wurden Dr. Amos und seine Frau selbst Eltern eines kleinen Jungen. Ja, ja, du wählst was aus und wir spielen im Wohnzimmer. Mit dem Ball. Toll, du hast den Ball getroffen. Entspannte Momente sind in den Zeiten des Krieges nur von kurzer Dauer. Unser Pfarrer hat uns eine Nachricht geschickt, dass wir heute Abend vorsichtig sein müssen. Es könnte einen Luftangriff auf das Dorf geben. Ich bereue es auf keinen Fall, dass wir unseren Sohn bekommen haben. Aber wegen des Bürgerkriegs tut er mir leid. Ich kann nichts für ihn tun und fühle mich verantwortlich, dass er durch mich in diesem Chaos lebt. In dieser Nacht wird das Krankenhaus verschont. Von Russland gelieferte Kampfflugzeuge der Junta beschießen ein anderes Dorf mit 100 Einwohnern. In diesem Dorf, fernab der Frontlinie, in dem nur Bauern leben, wirft die Junta zwei schwere Bomben auf die Häuser. Wie durch ein Wunder können sich die meisten Dorfbewohner retten. Doch zwei Menschen sterben. Die Dorfbewohner begraben einen 60-jährigen pensionierten Lehrer und einen 37-jährigen Bauern.
Seit dem Putsch in Myanmar sind mindestens 3.500 Zivilisten ums Leben gekommen. Wegen des offensichtlichen Scheiterns am Boden setzt die Junta seit mehreren Monaten auf Luftangriffe. Diese Gefahr droht ständig. Grace und ihre Freunde verbringen die Nacht jetzt in Bunkern des CNA-Hauptquartiers Camp Victoria. Was machst du nach der Revolution? Wenn die Schulen wieder aufmachen, setze ich mein Studium fort. Und danach engagiere ich mich weiterhin für diese Sache. Und du, Tanda, was machst du? Chen Chan sagt, sie will heiraten. Hast du denn einen Freund? Nein, noch nicht. Ab morgen versuche ich, einen zu finden. Schon bevor ich hierher gekommen bin, habe ich davon geträumt, Geschäftsfrau zu werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das notwendige Wissen dazu habe. Cherry, kannst du den Text? Unsere Unteroffizierin. Das ist das Grab von Sui Len Pa. Sie war 24 Jahre alt und starb bei der Bombardierung unseres Lagers am 10. Januar 2023. Selbst fernab der Kämpfe und der Front opferten einige junge Rekruten der CNA am Zufluchtsort im Dschungel ihr Leben. Auch sie starb am 10. Januar, als sie Bomben auf uns abgeworfen haben. Am 10. Januar 2023 wird Camp Victoria erstmals seit seiner Gründung bombardiert. Fünf Aufständische werden getötet. Seit Beginn des Bürgerkriegs sind mehr als 300 Chin-Soldaten ums Leben gekommen. Sie waren jung, intelligent und gebildet, meist Studenten. Sie haben alles für die Sache aufgegeben und sich uns angeschlossen, weil sie gegen die Militärdiktatur waren. Sie wollten Freiheit und dafür kämpfen. Ich habe großen Respekt vor ihnen und verneige mich vor ihnen jeden Tag. Neben den toten Soldaten gibt es auch mehrere hundert junge Menschen mit Verstümmelungen und Verletzungen. Wer in der Schlacht überlebt, wird in dieser provisorischen Klinik im Camp Victoria behandelt. War es eine Mine? Bist du draufgetreten? Ich wollte die Leichen von zwei Freunden holen. Du bist nicht allein. Du musst stark sein. Wir müssen es amputieren. Das ist schon die sechste Amputation in diesem Monat. So viele Zivilisten, Soldaten, junge Männer und Frauen haben Arme oder Beine verloren. Ich will, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört.
Sam Sung ist mit 19 Jahren der jüngste der verletzten Soldaten hier. Er wurde bei seinem ersten Fronteinsatz getroffen. Eine Mine hat mehrere seiner Kameraden in den Tod gerissen. Ich habe ein Bein verloren, aber ich bereue nichts, weil ich es im Kampf gegen die Junta verloren habe. Für mein Land und mein Volk. Ich bereue nichts. Ich kann jetzt zwar nicht mehr an die Front gehen, aber ich kämpfe von hier aus weiter. Ich nehme an diesem Krieg teil, solange die Junta an der Macht ist. Diese jungen Kämpfer ziehen nicht mehr in den Krieg. Aber sie engagieren sich weiter für ihre Revolution. Von jetzt fernab der Front der National Chin Army.